Feministische Außenpolitik, was ist das überhaupt? Was ist geschlechtergerechte Außenpolitik? Und auch die Frage, brauchen wir überhaupt eine? Dieses Thema werden unsere drei Panelistinnen weiter ins Licht rücken. Wir haben zuerst mal Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Dann haben wir Katharina Barley, Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Und Gabriela Heinrich, Mitglied des Bundestags und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und zudem haben wir noch einen Gastbeitrag von Anniken Huitfeldt von der norwegischen Arbeiterpartei. Erstmal zum Ablauf. Zuerst, wie gesagt, schauen wir uns einen Gastbeitrag an von Anniken Huitfeldt. Sie gibt einen Einblick in die norwegische Perspektive auf das Thema, auch vielleicht eine bisschen kritische Perspektive. Danach gehen wir weiter an unsere Panelistin. Zuerst die Schimmütte-Fähring. Wie die Frage angeht, braucht Deutschland eine geschlechtergerechte Außenpolitik und was macht Deutschland in diesem Themenbereich? Als nächstes wird Katharina Barley eine europäische Perspektive auf das Thema Frauen, Frieden, Sicherheit geben. Und zuletzt Gabriela Heinrich wird die Arbeit des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag weiter beleuchten. Und anschließend auf die Beiträge unserer Panelistin haben wir eine Diskussion geplant. Leider muss uns Michelle Müntefering nach ihrem Beitrag verlassen, weil sie heute Abend noch einen weiteren wichtigen Termin hat. Aber mit den anderen beiden Panelistinnen werden wir weiter eine schöne Diskussion haben. Und Jana wird ganz kurz erklären, welches Tool wir denn für diese Diskussion benutzen werden. Jana. Ja, ganz herzlichen Dank. Corinna, du hast dich, glaube ich, gar nicht selber vorgestellt. Also Corinna von der SPD Brüssel, ich bin Jana von der SPD Oslo. Wir haben die Veranstaltung zusammen mit dem Fachausschuss Internationales der SPD Berlin organisiert. Zum Chat oder zu der Frage, wie Fragen gestellt werden können, bitte ich euch alle einmal in den Chat zu gucken. Ich schreibe hier nochmal an alle im Meeting den Link. Wir benutzen nämlich ein Tool, das nennt sich Slido. Jede und jeder, der eine Frage stellen möchte, klickt einfach auf diesen Link und schreibt seine Frage in das aufpoppende Feld. Der Grund, dass wir das nicht über den Chat machen, ist, dass es doch sehr unübersichtlich wird. Und wie ihr seht, hat man in diesem Slido-Feld die Möglichkeit, existierende Fragen hoch oder runter zu voten. Das heißt, auch wenn von euch mehrere Leute die gleiche Frage haben oder sagen, das sollen die Panelistinnen beantworten, dann braucht ihr die nicht selber zu stellen, sondern könnt die hochvoten. Wir probieren mal, ob das funktioniert und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn's irgendwas Dringendes gibt, was nicht über Slido funktioniert, dann darf das auch gerne im Chat geschrieben werden. Ich versuche das alles im Blick zu behalten. Danke, Corinna. Dann beginnen wir doch einfach mal mit dem Videobeitrag unserer norwegischen Genossin. Nur als Tipp, falls das Video ruckelt und der Ton nicht verständlich ist, dann liegt es vielleicht an der Bandbreite. Deswegen posten wir noch dazu einen Link für YouTube für alle Teilnehmenden, die sich das dann alternativ dort anschauen können, falls es so dann besser funktioniert. Ganz genau. Ich poste einmal den Link und so, Moment hier. Das ist der YouTube-Link und dann Film ab, würde ich sagen. Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, im Herbst 1971, vor fast genau 50 Jahren, erhielt Willy Brandt den Friedensnobelpreis in Oslo, Norwegen, für seine Ostpolitik und seinen Kurs der Entspannung. Willy Brandt bedeutet sehr viel, auch für uns Sozialdemokraten hier in Norwegen und die norwegische Arbeiterpartei. Sein Norwegisch war fließend, obwohl vielleicht ein bisschen altmodisch, aber trotzdem viel, viel besser als mein Deutsch. Es ist immer eine große Freude für mich, heute Deutsch zu sprechen. Das Thema heute ist Frauen, Frieden und Feminismus. Ich möchte gerne ein paar Wörter zum Konzept feministische Außenpolitik sagen. Auch in Norwegen gibt es im September Parlamentswahlen. In den letzten
paar Jahren gab es bei uns innenparteiliche Diskussionen über unserem Parteiprogramm für die nächste Wahlperiode. Und eine Frage war, sollten wir uns als norwegische Sozialdemokraten für eine feministische Außenpolitik einsetzen? Selbst war ich skeptisch, ja eigentlich dagegen. Es hat nichts mit meiner Stellung zu Feminismus zu tun. Ja, ich war 12 Jahre lang Vorsitzende des Frauennetzwerks in der norwegischen Arbeiterpartei. Von 2008 bis 2009 war ich Gleichstellungsministerin in der Regierung Jens Stoltenbergs. Es wäre vielleicht anders, wenn feministische Außenpolitik immer noch etwas Neues wäre. Aber es ist als Konzept schon 7 Jahre alt. Es würde von unseren sozialdemokratischen Freunden in Schweden schon in 2014 introduziert, vom damaligen Außenministerin Margot Wallström. Wichtiger ist, dass ich befürchte, dass feministische Außenpolitik fast nur als Symbolpolitik verstanden wird, als Überschrift ohne wirkliche Inhalt. Es gibt eine Verbindung zu, was in den USA als Vogue benannt wird. Symbolpolitik wird wichtiger als praktische Reformpolitik. Ich bin stolze Sozialdemokratin. Genau, weil was am wichtigsten ist für unsere politische Bewegung, nicht nur Symbol ist, aber sondern pragmatische Reformpolitik, um Schritt für Schritt Menschenleben zu verbessern. In unserem neuen Parteiprogramm gibt es deshalb keine feministische Außenpolitik. Gleichstellung ist trotzdem absolut ein wichtiges Thema für unsere Außenpolitik. Aber wir versuchen, mehr konkret zu sein. Unsere Ziel ist eine Welt, in der Frauen ohne Ausnahme frei über ihren eigenen bestimmen können. Es handelt um Zugang zu sicherer Abtreibung und Zugang zu Kontrazeption. Der Kontext ist der ehemalige USA-Präsident Donald Trump und seine sogenannte Mexico City Policy oder Gag Rule. Donald Trump wohnt glücklicherweise nicht mehr im Weißen Haus. Leider hat die dramatischen Haushaltskürzungen der konservativen Regierung in Großbritanniens Entwicklungszusammenarbeit und dramatische Konsequenzen für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Deshalb ist dieses Politikbereich immer noch hochaktuell. Ich nenne hier nur als Beispiel, für was ich meine, etwas konkret und wichtig ist, nicht nur Symbolpolitik ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und beste Grüße aus Norwegen. Oh, nach diesen interessanten, auch vielleicht ein bisschen kritischen Worten würde ich gerne an Michelle Müntefering übergeben. Vielleicht auch direkt mit der Frage, braucht Deutschland trotzdem eine geschlechtergerechte Außenpolitik, trotz der Kritikpunkte, die gerade vorgetragen wurden? Ich übergebe an Michelle. Es war ja viel dabei, was das unterstützt. Also liebe Genossinnen und vielleicht auch einige Genossen, liebe Katharina, liebe Gabriela, Anniken hat ja schon viel Diskussionsstoff jetzt geliefert. Ich will mal mit sehr praktischen Symbolen anfangen, um das so zu sagen. Wenn man ins Auswärtige Amt kommt, dann steht man direkt wortwörtlich vor einem Bilderrätsel.
nämlich vor einer oder vor vielen unterschiedlichen Ahnengalerien, die vor allen Dingen nicht das Rätsel aufgeben, welches Bild jetzt aus der Reihe fällt, wie man das ja manchmal von so Bilderrätseln kennt, sondern andersrum, man fragt sich eigentlich, warum das so einheitlich ist, nämlich einheitlich mit Männern bestückt. Und das ist eben das Rätsel, warum das so war und auch bis heute noch so ist. Wir haben bis heute im Auswärtigen Amt gerade mal die zweite Staatssekretärin, die tatsächlich als Frau auf so einer Position ist. Und das ist eben dann doch viel mehr als Symbolik, auch wenn das Bild vielleicht als Symbol gewertet werden kann. Also in vielen Meetings und Konferenzen bin ich auch nach wie vor die einzige Frau im Raum. Und das geht auch nicht nur mir so. Bei der letzten UN-Generalversammlung, also vor der Pandemie, da hat das anderthalb Tage geschlagene gedauert, bis das erste Mal eine Frau das Mikrofon ergreifen konnte. Also Nummer 51, ja, war eine Frau. Bis dahin sehr viel Diversität bei Krawattenmustern. Und immer noch werden viel zu wenig Frauen beteiligt, wenn es tatsächlich auch darum geht, um Frieden und um Sicherheit auch zu diskutieren und auch zu entscheiden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir reden darüber, auch hier und heute. Und es ist durchaus ja in den letzten Jahren was in Bewegung geraten, auch, das wurde gerade genannt, auch durch die Diskussion und das, was Schweden, Margot Wallström, vor Jahren schon angestoßen hat. Es ist also ein neues Bewusstsein für das Thema entstanden, ob man es jetzt am Ende feministische Außenpolitik nennt oder wie gerade eher beschrieben, Geschlechtergerechtigkeit vielleicht als Querschnittsthema eher berücksichtigt. Wichtig ist, dass dieses Umdenken stattfindet und das finde ich sehr sozialdemokratisch. Also Margot Wallström hat mir einmal erzählt, als ich sie gefragt habe, was es denn jetzt genau heißt, feministische Außenpolitik, da hat sie gesagt, das bedeutet, die drei R eben zu berücksichtigen, also Rechte, Repräsentation und Ressourcen dann auch durchzusetzen. Und sie hat gesagt, wie es plötzlich auch vielen Männern im Kabinett aufgefallen ist, dass es ernst gemeint ist, das Thema, als es zum Beispiel um Haushaltsfragen ging und dann eben durchaus festgestellt worden ist, so, wo ist denn jetzt eigentlich der Haushalt auch in der geschlechtergerechten Darstellung? Also feministische Außenpolitik für mich heißt, Politik machen für die ganze Gesellschaft und eben nicht nur für die Hälfte. Es geht also darum, wirklich in allen Bereichen auch die Perspektive von Frauen mit einzubeziehen und sie auch zu stärken. Und wenn wir das eben nicht tun, dann hat das sehr klare und sehr deutliche Konsequenzen auch für die Gesellschaften, für die Menschen, insbesondere natürlich für die Frauen, über die wir hier sprechen und auch für die ganze Entwicklung von Gesellschaften. Und das ist entscheidend. Ich sage mal ein Beispiel. Vor anderthalb Jahren war ich mit Frank-Walter Steinmeier in Kenia. Wir haben ein Flüchtlingsdorf im Norden des Landes besucht und da kochten auch Frauen an großen Töpfen. Ein Beispiel, was ich immer sehr gerne erzähle, weil das war ein sehr idyllisches, fast schon idyllisches Bild. Und es wurden auch viele Bilder gemacht, aber in Wirklichkeit sterben Hunderttausende Frauen jährlich genau an diesem Fakt, dass sie eben über offenem Feuer kochen. Es ist nur ein sehr, sehr kleines Beispiel dafür, was es eigentlich heißt, wenn man eben genderblind ist, wenn man nicht sieht, was das tägliche Leben der Frauen eigentlich bedeutet. Mittlerweile hat die Welthungerhilfe da auch eine ordentliche Solarküche eingerichtet, weil wir natürlich auch darauf geachtet haben, dass das so war. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Es geht tatsächlich darum, Frauen auch zu beteiligen. Und wir wissen, dass auch Friedensabkommen länger halten. Das ist wissenschaftlich ja bewiesen, dass sie länger halten und dauerhafter sind, wenn Frauen eben auch beteiligt werden an den Lösungen. Und das ist ja auch klar, weil eben auch ihre Perspektiven, ihre Lebenswirklichkeit mit gebunden wird. Und das ist die Glaubwürdigkeit des einen. Also was tun wir? Was bedeutet das nun ganz konkret? Ich will das kurz machen, jetzt nicht zu lange sprechen, aber vielleicht das Erste ist die Rechtsgrundlagen. Die müssen natürlich gestärkt werden und wir haben natürlich die Resolution 1325 nach wie vor der große Meilenstein Frauen, Frieden, Sicherheit. Also genau das sicherzustellen, zu dem sich die internationale Gemeinschaft damals ja
vor über 20 Jahren nunmehr einstimmig verpflichtet hat. Und heute, ja, diskutieren wir die Sachen immer noch und auch teilweise kontroverser als vor 20 Jahren. Und wir haben die Resolution, das haben wir Heiko Maas, unserem Außenminister, zu verdanken, die Resolution 2467 eingebracht, die vor allen Dingen die sexuelle Ausbeutung auch von Frauen eben in den Mittelpunkt stellt, also auch die Rechte der Überlebenden, auch sexueller Gewalt in den Mittelpunkt stellt. Und das haben wir unter Heiko Maas geschafft. Wir haben es gerade kurz gehört, Donald Trump wurde erwähnt, er ist nicht mehr im Weißen Haus. Das hilft uns natürlich, weil wir jetzt auch wieder stärkeren Rückenwind haben. Aber wir sehen auch andere Pushbacks. Die Türkei, Katharina wird dazu was sagen können gleich, ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Wir sehen im Sudan, wo ja Frauen für den Umsturz auch des Regimes mit auf die Straße gegangen sind, dafür gesorgt haben. Wir sehen im Sudan, dass diese Erfolge auch wieder in Frage gestellt werden, auch durch männerdominierte Runden, die nun auch Ratifizierungen zum Beispiel des VN-Übereinkommens auch wieder in Frage stellen. Also die Rechtsgrundlagen sind wichtig, aber entscheidend bei all dem ist natürlich die Umsetzung. Die Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit. Und ich will euch mal eine Sache sagen, die mich wirklich sehr erschüttert hat. Die UN, die sprechen ja mittlerweile von einer Schattenpandemie der Femizide. So, und das liegt daran, dass wir zum Beispiel aus Kenia in Medien gesehen haben, dass ungefähr 4000 Schülerinnen aus der Phase der Schulschließungen dort schwanger in die Schule zurückgekehrt sind. Mutmaßlich verursacht durch Vergewaltigung, Verwandten oder gar Polizisten. Und auch in Deutschland berichten Hilfsorganisationen und Frauenhäuser von einem Anstieg der Hilfegesuche während der Pandemiezeit. Also zu Hause ist nicht längst nicht für alle Frauen ein sicherer Ort. Und deswegen hat die Sonderberichterstatterin der VN auch dazu aufgerufen, auch jetzt verlässliche Daten zu sammeln und die auch zu veröffentlichen, damit wir hier wissen, worüber wir sprechen. Wir als Auswärtiges Amt, wir haben das Thema zu einem Hauptthema tatsächlich gemacht, mit und unter Heiko Maas. Wir haben die Resolution eingebracht, die ich gerade genannt habe. Wir unterstützen verschiedene Projekte. Dennis Mukwege zum Beispiel, was er von der Situation in Kongo berichtet, ist erschütternd. Wir unterstützen Verhandlungstrainings für Frauen. Wir haben das African Women Leaders Network gegründet. Ganz wichtig, mittlerweile ein ganz entscheidendes Netzwerk auf dem Kontinent. Und wir haben das UNIDAS-Netzwerk in Lateinamerika mit hinzugefügt, das jetzt eben auch wachsen kann. Und was uns ganz wichtig ist, und das will ich auch nochmal stark machen an dieser Stelle, und das ist auch etwas, was wir weitermachen müssen, wir haben die Zivilgesellschaft gestärkt. Wir haben Zivilgesellschaft eine Stimme gegeben an den Tischen, in den Diskussionen, die wir auch mitgestaltet haben. Und das ist so entscheidend, weil hier Menschenrechtsaktivistinnen aktiv sind, Frauen aktiv sind, die die Situation vor Ort kennen, noch viel besser kennen und erkennen, als wir das können. Und deswegen ist es wichtig, diese Frauen zu unterstützen vor Ort. Und das haben wir mit so vielen Projekten, guten Projekten getan. Und gleichzeitig sorgen wir eben auch dafür, dass die entsprechenden Resolutionen unterstützt werden und sind auch eine starke Stimme geworden. Und ich sag mal, wir sagen noch nicht offiziell überall feministische Außenpolitik. Ich bin dafür, weil man soll auch sagen, was ist. Weiß nicht, ob Gabriela und Katharina das so unterstützen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das so nennen. Denn genau so ist es. Es geht um die Frauen. Es geht darum, dass wir Gleichberechtigung in der Gesellschaft schaffen. Und das geht natürlich auch damit, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten am Ende auch gemeinsam das auch deutlich machen. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Legislaturperiode ein ganzes Stück weitergekommen sind, auch mit Hilfe des Bundestages. Gabriela ist ja auch dabei. Und da sind wir wirklich so wie noch keine Regierung zuvor, glaube ich, vorangegangen. Das ist ein guter Weg. Und das steht uns auch als Deutschland, als Land gut in der Welt, wenn wir sagen, wir gehen voran. Und das haben wir auch von ganz vielen Partnern gehört. Nicht nur
aus Schweden, sondern auch weit darüber hinaus, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, wo auch Unterstützung und Verbündete dringend gebraucht werden. Also erstmal so viel von mir und ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr das macht. Ja, danke, Michelle, an deinen Appell und deine vorigen Worte und den Einblick in genau in die deutsche Außenpolitik. Dann würde ich mal gleich an Katharina übergeben, die uns vielleicht einen Einblick geben kann, was denn auf der gesamteuropäischen Ebene zum Thema feministische Außenpolitik gemacht wird. Katharina. Ja, gerne. Also auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank für die Veranstaltung an sich und das Interesse und auch, dass ihr so viele tolle Frauen da an einen Tisch geholt habt, die viel beitragen können dazu. Ich habe mich auch gefreut über Annikens Input und dabei natürlich denken müssen, naja, in Norwegen und auch in Schweden sind halt die Realitäten auch ein bisschen anders. Da muss man vielleicht auch nicht mehr so sehr von feministischer Außenpolitik sprechen. Ich habe ein ähnliches Format auch mal mit schwedischer Beteiligung gemacht und da war der schwedische Input so, dass dort in jedem einzelnen Ministerium Gender Mainstreaming betrieben wird. Also du musst in jedem einzelnen Ministerium rechtfertigen, wie deine Politik aus der Perspektive von Frauen wirkt. Und wenn du das tust, dann musst du natürlich auch nicht mehr unbedingt eine feministische Frauenpolitik propagieren, weil du machst auch eine feministische Verkehrspolitik und eine feministische Finanzpolitik und was auch immer. Und das ist natürlich in den allermeisten Ländern außerhalb Skandinaviens noch nicht der Fall. Deswegen halte ich das für dringend notwendig, dass wir weiterhin von feministischer Außenpolitik sprechen, weil, Michelle hat das ja angesprochen, Frauen in der Außenpolitik immer noch auf allen Ebenen völlig unterrepräsentiert sind. Also wenn wir mal gucken, von 1500 Friedensabkommen zwischen 2000 und 2016 erwähnen überhaupt nur 25 Frauen. 25 von 1500. Also diese Perspektive wird überhaupt nicht eingenommen. Und weniger als 3% der UnterzeichnerInnen von Friedensabkommen sind Frauen, weniger als 10% der VerhandlungsführerInnen. Also daran sieht man ganz klar, dass die Frauen in den Entscheidungsprozessen in der EU weltweit deutlich unterrepräsentiert sind. Wir haben 3 von 27 AußenministerInnen, also 3 von 27 Außenministerinnen, so braucht man nicht zu gendern, und die auch nicht unbedingt immer aus den Ländern der üblichen Verdächtigen, muss man sagen, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Wenn wir uns die EU-Institutionen angucken, auch da sind Frauen total unterrepräsentiert. Wir haben derzeit 12 zivile Missionen der EU und keine einzige wird derzeit von einer Frau geleitet. Von 70 Missionsleiterinnen waren bisher nur 6 Frauen. Also auch innerhalb der Europäischen Union gibt es da deutliche Defizite, die wir benennen. Es tut sich ein bisschen was. Wir haben inzwischen beim Europäischen Auswärtigen Dienst einen Principal Gender Advisor, um die Koordination der EU mit anderen Akteuren in der Gleichstellungspolitik und mit anderen Gleichstellungsmaßnahmen sicherzustellen. Und der Rat, also die Mitgliedstaaten, haben im Juni diesen Jahres immerhin 3 Frauen als neue EU-Sonderbeauftragte ernannt, für die Sahelzone, für Zentralasien und für das Horn von Afrika. Also es geht vorwärts, aber eben langsam. Und es ist das, was Michelle auch sagte, wir haben Regelungen, aber die müssen wir auch endlich in die Praxis umsetzen. Wir haben vom Parlament aus im Oktober letzten Jahres einen Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter in der Außen- und Sicherheitspolitik verabschiedet. Das war ein sehr starkes Signal über Parteigrenzen hinweg im Übrigen. Ich war dafür für unsere Fraktion die Verhandlerin. Und das war schon wichtig, dass das auch, man muss natürlich dann immer Kompromisse eingehen, aber auch von den Konservativen mitgetragen wurde. Denn wir haben, wie Michelle auch schon angedeutet hat, so vielfältige Formen von Diskriminierung, Marginalisierung. Und wir müssen die einfach benennen. Wir müssen die Frauenperspektive einfach durchwirken, so wie wir das vom Begriff Gender Mainstream eben auch schon kennen.
In dem Bericht fordern wir das, also spezielle Gleichstellungspolitik für alle Bereiche. Das geht ja bei der EU zum Beispiel in der Handelspolitik los. Das ist Entwicklungszusammenarbeit, das ist humanitäre Hilfe, das ist Erweiterung. Also die Beitrittsverhandlungen, die ein sehr gutes Druckmittel sind, um Gleichstellungsfragen durchzusetzen. Gerade im Osten Europas, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU, sehen wir ja da gravierende Probleme. Da komme ich vielleicht gleich am Ende nochmal zurück, wenn ich noch so viel Zeit habe. Wir brauchen natürlich Einbeziehung von Frauen in friedensschaffende und konfliktpräventive Maßnahmen, weil wir eben wissen, dass Frauen gerade in Gebieten, wo wir Entwicklungszusammenarbeit betreiben, einen anderen Blickwinkel haben, eine andere Perspektive einnehmen, die auch oft langfristiger und nachhaltiger ist. Wir brauchen besseren Zugang zu Müttergesundheit, zu Wash, Wasser, Sanitärversorgung, Hygiene, gerade auch auf der Flucht. Wir brauchen Schutz vor geschlechtsspezifischer sexueller Gewalt, Genitalverstümmelung. Istanbul-Konvention hat Michelle auch schon angesprochen. Das ist ein Problem sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU und natürlich keine Toleranz gegenüber sexueller Gewalt, Massenvergewaltigung als Kriegsmittel. Da hat Deutschland wirklich eine super Rolle eingenommen. Ich durfte damals als Justizministerin die entsprechende Sitzung in der UN leiten. War sehr schwierig, auch gerade gegenüber den USA. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Was wir wollen, und das ist auch ganz wichtig, das steht auch in diesem Bericht, ist eine spezifische Mittelzuweisung für die Gleichstellung. Denn am Ende geht es eben auch ums Geld und wir wollen, dass das auch gemonitort wird. Im November hat die Kommission dann den Gender Action Plan 3 vorgestellt. Da sind zwei sozialdemokratische Kommissarinnen, Jutta Urpilainen und Helena Dalli. Das ist wirklich auch sehr gut. Und da steht zum Beispiel drin, 85% aller neuen Maßnahmen im Bereich der Außenbeziehungen werden bis 2025 zur Gleichstellung der Frau und zur Stärkung der Rolle, zur Gleichstellung der Geschlechter. Ja, kann man von mir aus auch sagen, gebe ich Anniken zu, aber der Stärkung der Rolle der Frau jedenfalls beitragen. Das ist jetzt keine Zahl, die sich auf die Finanzen bezieht, sondern auf die Maßnahmen, aber das ist damit dann natürlich auch verbunden. Es gibt viele andere wichtige Punkte in diesem Gender Action Plan. Will ich auch nur ganz, ganz kurz durchreiten, sozusagen, dass wir in bestimmten thematischen Schlüsselbereichen dringend Fortschritte brauchen. Das deckt sich zum Teil mit dem Bericht des Parlaments, also wirtschaftliche, soziale Teilhabe, politische Teilhabe auch von Frauen und Mädchen, Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, Geschlechterperspektive auch jetzt beim Wandel, Klima und digital, dass wir auch für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf den höchsten Politik- und Management-Ebenen in der EU sorgen, ein Monitoring und die Rolle der Zivilgesellschaft, auch das hat Michelle ja schon kurz angesprochen. Und zur Rolle der Zivilgesellschaft, das ist mir mein besonderes Anliegen in solchen Veranstaltungen, möchte ich noch was sagen, weil Michelle hat auf die Lage hingewiesen zurzeit, aber ich glaube, wir müssen die Dramatik noch ein bisschen stärker beschreiben, weil sie dramatischer ist. Wir erleben nicht nur irgendeinen Rollback oder dass da jetzt ein paar Länder einzelne Rechte zurücknehmen oder aus bestimmten Konventionen, zum Beispiel Istanbul-Konvention oder anderen Abkommen, aussteigen, sondern wir erleben ein ausgesprochen gut finanziertes, stark vernetztes, eine Struktur, die generell sich gegen Frauen richtet, also emanzipierte Frauen richtet, Feministinnen richtet und auch LGBTI-Personen. Das hat seinen Ursprung 1960 in Südamerika, ist mittlerweile, wie gesagt, ein Riesennetzwerk, World Congress of Families, wenn ihr das mal in die Suchmaschine eingebt. In Polen haben wir Ordo Juris als eine Organisation, die sich da sehr stark betätigt.
Also das sind jetzt nicht Regierungschefs, die eine unglückliche Kindheit mit ihrer Mutter hatten oder so und deswegen so agieren, sondern das ist eine weltweite Strategie, die dazu dient, insgesamt ein rechtspopulistisches, nationalistisches Narrativ durchzubringen, oft leider kirchennah. Es ist, wir müssen das so klar benennen, weil wir sonst nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten das zu punktuell bekämpft. Deswegen ist mir das so wichtig. Also wir müssen auch viel mehr unsere Kräfte bündeln. Wir müssen uns viel mehr zusammentun. Wir kämpfen zu oft auch noch zum Teil gegeneinander. Wir müssen sehen, dass das ein sehr, sehr mächtiger Gegner ist. Ich will nur ein Beispiel nennen. Polen hat eine Liste eingereicht mit Vorschlägen für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die Nummer eins auf dieser Liste ist der führende Kopf von Ordo Iuris in Polen. Ich habe das zum Glück mitgekriegt und habe unseren Verhandlungsführer, der ist von der CSU, aber ich habe den dann auch sofort informiert. Der wusste das nicht und hat sich dann auch erkundigt und viele andere auch. Und diese Liste ist auch zum Glück abgelehnt worden. Aber die sitzen zum Teil schon in Vereinten Nationen, in manchen Strukturen drin. Also das, und dann kommen eben, dann wird das eben irgendwann eine, dann werden das irgendwann Gerichtsentscheidungen, dann werden das irgendwann öffentliche Stellungnahmen, dann werden das irgendwann Resolutionen, wenn es uns nicht gelingt, dieses sich voranbeißende, ausbreitende Netzwerk zu stoppen. Ich bin schon viel zu lang, fürchte ich, aber das war mir jetzt einfach nochmal super wichtig und dann will ich es jetzt hier vielleicht auch bewenden lassen. Ja, danke, Katharina. Ich würde mal denken, dass zu dem Thema auch ganz viele Fragen später bei der Diskussion kommen, also wirst du noch die Gelegenheit haben, das weiter auszuführen. Aber danke für deinen sehr interessanten Beitrag und auch eben auf diese gesamteuropäische Perspektive. Als letztes auf meiner Liste würde ich jetzt Gabriela das Wort übergeben, die noch ein bisschen mehr auf die Arbeit des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag eingehen wird. Gabriela, an dich. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich sehr, euch zumindest virtuell zu sehen, Katharina und Michelle und euch natürlich auch, Corinna und Jana. Und einen herzlichen Gruß an alle, die zuhören und zuschauen. Ja, die Arbeit des Auswärtigen Ausschusses. Weißt du, Corinna, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil die Arbeit tatsächlich in Bezug auf feministische Außenpolitik oder eine gendergerechte Außenpolitik, die wird tatsächlich im Auswärtigen Amt gemacht. Und das hat Michelle schon sehr, sehr schön beschrieben. Also das, was an Output im Moment kommt, das ist tatsächlich auch unter Heiko, aber natürlich auch unter Michelle, jetzt nochmal im AA massiv verstärkt worden. Ich kann euch da berichten, wir wollten einen gemeinsamen Antrag machen in der Koalition zu gendergerechter Außenpolitik. Ja, und das war nicht möglich. Also das haben wir dann nach langen und zähen Verhandlungen und sehr viel Stress mussten wir dann einsehen, dass das nichts wird. Das hat zwar ein bisschen Ärger gegeben, aber natürlich keine Riesenwellen geschlagen. Und wir haben uns dann entschieden, dass die Außenpolitikerin gemeinsam mit den anderen natürlich in der Fraktion ein Positionspapier zur geschlechtergerechten Außenpolitik machen, um wenigstens unsere Position nochmal deutlich machen zu können. Also gemeinsam, auch mit den Konservativen, Katharina, ist es schön, wenn du da bessere Erfahrungen im Schnitt hast. Im Bundestag hatten wir sie definitiv nicht. Und vielleicht, Katharina, nochmal als Verstärkung, ne, wenn du von Netzwerken sprichst, ich glaube, Michelle, dass wir auch massiv mitbekommen, also wie sehr die Stimmung auch gemacht wird, also immer wenn das Wort Gender überhaupt nur fällt. Und das ist halt nicht nur die AfD. Also das muss man ganz klar so sehen. Da gibt es auch noch andere Verdächtige, leider natürlich auch immer mal Frauen, die das bestärken. Und ich finde das auch ausgesprochen erschreckend. Und das ist etwas, wo ich denke, Katharina, du hast völlig recht, wir müssen hier sehr viel stärker eigentlich schauen, wo sitzen die Gegner und Gegnerinnen und wie können wir hier an der Stelle tatsächlich dagegen halten. Das werden wir tun müssen. Ich sage vielleicht deshalb einfach mal ein paar
Worte zu dem Positionspapier, was entstanden ist, weil das ist ja auch noch ganz frisch. Also wir haben das, wenn ich mich richtig erinnere, in der vorletzten Sitzungswoche haben wir das erst durch die Fraktion gebracht, hatten leider auch nicht mehr so viel Zeit, es entsprechend zu diskutieren. Aber vielleicht können wir da, kann ich da einen kurzen Einblick geben. Und vieles wiederholt sich natürlich schon ein bisschen auch zu dem, was Michelle und Katharina gesagt haben. Es geht tatsächlich darum, unsere Außenpolitik, die deutsche Außenpolitik nochmal mehr noch, als sie es bis jetzt tut, nochmal sehr verstärkter immer unter diese Prämisse zu stellen. Kümmern wir uns tatsächlich bei der Außenpolitik auch um die ganzen Dinge, die Frauen benötigen? Haben wir den richtigen Blick? Denken wir Frauen und Mädchen immer mit bei dem, was wir tun? Oder gibt es an bestimmten Stellen noch Verbesserungsbedarf? Michelle hat ein bisschen die Personalpolitik auch im AA angesprochen. Auch da hat sich einiges verbessert, das weiß ich. Aber da ist noch wahrlich Luft nach oben. Ja, also wenn man sich das anschaut, dann haben wir eben auch bei den Abteilungsleiterinnen einen nicht mal 20% Satz, wo Frauen beteiligt sind. Und ich glaube, es gibt Männer, die die Genderpolitik ausreichend mitbedenken können. Aber ich kann, glaube ich, nicht schaden, wenn wir deutlich mehr Frauen sowohl im Ausland als auch bei uns nochmal in die entsprechenden Positionen bringen, weil sie nochmal einen anderen Blick drauf haben. Es geht uns im Grunde genommen um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf allen Ebenen. Und das bedeutet im politischen, im wirtschaftlichen und auch im öffentlichen Leben mit dem, wie wir unsere Außenpolitik adressieren. Ihr habt schon ganz viel gesagt über die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit. Da geht es um die Akteurinnen in Friedensprozessen. Hier die Unterstützung bringen. Natürlich gleichberechtigte Bildung, auch so ein Punkt, der immer so verstanden wird, ne, als würden wir uns nur noch um die Bildung von Frauen und Mädchen kümmern. Nein, wir kümmern uns um die gleichberechtigte Bildung. Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Sexualisierte Formen der Gewalt in Kriegen und in bewaffneten Konflikten verhindern. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Uns um die Opfer kümmern. Und der nächste Punkt ist dann auch die strafrechtliche Aufarbeitung. Die strafrechtliche Aufarbeitung, die in vielen Teilen eben noch nicht genügend vorangeht. Wir spielen da als Deutsche eine gute Rolle. Aber hier gibt es, glaube ich, auch noch mal ganz viel zu tun. Und dann noch ein Aspekt, sich auch um geschlechterspezifische Fluchtursachen zu kümmern. Und Katharina hat es auch schon mal ein bisschen angesprochen, ne? Da geht es natürlich auch um Genitalverstümmelung, es geht um Zwangsehen und um diese ganzen Aspekte. Ich habe das gut gefunden, Katharina, wie du ein bisschen versucht hast zu erklären, warum Norwegen da in unseren Augen nicht mehr so offensiv ist. Aber das hat natürlich was mit den Gesellschaften zu tun. Da, wo das selbstverständlicher ist und wo man dieses Rollback vielleicht auch nicht so mitbekommt, da ist es dann unter Umständen nur Symbolpolitik. Aber für uns ist es nicht Symbolpolitik. Für uns ist es ein ganz klarer, sehr pragmatischer Ansatz, weil wir wissen, wie viele Vorteile es auch für die Länder bringt, weil wir wissen, Michelle hat es gesagt aus Studien, wie erfolgreicher zum Beispiel Versöhnungsprozesse, Friedensprozesse sind, wenn Frauen entsprechend beteiligt sind. Und wir haben uns so ein bisschen eigentlich an den Schweden und Schwedinnen orientiert. Die haben ja diesen 3R-Ansatz. Der bedeutet ja also einmal die Rechte stärken, hat Michelle auch schon gesagt, die Ressourcen und vor allen Dingen auch die Repräsentanz. Das sind die 3 R's, die aus dem Norden kommen. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne noch 2 R's dazufügen. Das eine ist Resilienz. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir jetzt auch die Pandemie erlebt haben. Und wo wir uns überlegen müssen, also mit den Hilfestellen, mit den humanitären Mitteln, wo wir jetzt auch unterstützen wollen, dass wir hier nochmal besonders auch die Resilienz von Frauen stärken wollen. Und das Reporting,
das ist auch schon erwähnt worden, also dass wir wirklich eine Idee kriegen, funktioniert das, was wir tun, verändert sich was und in welcher Richtung muss man zulegen. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz was zu die VN-Resolution, hast du schon genannt, Global Gag Rule, alles schon erwähnt, alles ganz, ganz wichtige Dinge. Wir haben ja jetzt einen nationalen Aktionsplan auch noch mal aufgelegt, 2021 bis 2024, der zumindest in Teilen, glaube ich, auch in unserer Zivilgesellschaft ganz gut angekommen ist. Natürlich nicht, was das alles so anbelangt. Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, dass man sich wirklich auch innerhalb des Kabinetts, innerhalb der Ministerien intensiv mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt und seine Ziele beschreibt. Und das ist ein bisschen das, was vorgeworfen wird, dass diese Zielvorgaben nicht genau genug sind, dass auch hier die Evaluation nicht ausreichend mitgedacht wird. Ich glaube, das kann man aber daraus trotzdem entwickeln. Und was nochmal ganz wichtig ist, ist insgesamt auch die Bekämpfung von Armuts- und Hungerindizierten Erkrankungen. Auch das ist etwas, worunter Frauen ganz besonders leiden, wo wir unser Augenmerk drauf richten müssen. Und dann kommen wir aber natürlich auch ganz massiv schon in den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Also diese klassische Trennung Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, wo wir, glaube ich, auf jeden Fall Frauen sehr viel deutlicher adressieren müssen. Es gibt zwar unendlich viele kleinere Projekte, die heißen alle was mit Gender, aber insgesamt, wenn man sich die finanziellen Ressourcen anschaut, dann ist es halt nur ein ganz geringer Prozentsatz, der tatsächlich in Projekte reingesteckt wird, die sich um Frauenbelange kümmern und hier ein besonderes Augenmerk halten. Und selbst wenn beide Geschlechter adressiert sind, ist es deutlich weniger als die Projekte, die, sich an Männer in erster Stelle richten. Ich würde es deshalb, glaube ich, jetzt erstmal genug sein lassen, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit für die Diskussion. Ich will auch nichts wiederholen, viel ist schon gesagt worden und Katharina meldet sich schon. Ja, wenn ich ganz kurz darf, weil ihr eben gesagt habt, dass Michelle bald weg muss, das würde ich nur gerne noch eine Sache sagen, weil das so gut zu euch beiden passt eigentlich. Die Rolle von Frauen in der Zivilgesellschaft und vor allen Dingen beim Peacekeeping, bei Friedensprozessen, dass ich nämlich gerade vor einer Woche, glaube ich, eine Veranstaltung hatte, eine ganz tolle Veranstaltung bei unserer Parteivorsitzenden in Baden-Württemberg und ein super Projekt dabei kennengelernt habe. Und das wird vom Auswärtigen Amt nämlich unterstützt und finanziert, Frauen in Israel und Palästina, Kanaan-Projekt. Da gibt es auch eine Dokumentation zu. Inzwischen, glaube ich, 20.000 Frauen, die sich da engagieren, um endlich diese völlig verfahrene Situation in Bewegung zu bringen. Ich finde das total faszinierend. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber wenn man also ein Beispiel dafür braucht, wo Frauen eine andere Herangehensweise haben als auch nicht alle, aber viele Frauen anders herangehen an einen solchen Konflikt, dann kann man das da sehr, sehr schön sehen und das Auswärtige Amt fördert das das wollte ich dann doch nochmal, ich weiß nicht, ob ich mich dafür bedanken soll, weil ich bin da nicht drin, aber ich finde es toll, und ich sehe gerade, Ina Darmstädter scheint auch hier dabei zu sein, die das Projekt betreut, weil sie sich gerade bedankt. Also dann kann sie da vielleicht auch noch selber was zu sagen, weil das, da sieht man dann, wie es praktisch wird. Ja. Lass mich kurz bevor Michelle tatsächlich dann weg ist. Ich freue mich, dass du überhaupt so lange jetzt da bleiben konntest, Michelle. Ich habe meinen Termin in die Nähe von meinem Zuhause hier in Berlin gelegt, sozusagen, sodass ich einfach raus muss und 5 Minuten um die Ecke muss. Insofern habe ich ein paar Minuten länger. Ja, Frauen können halt gut organisieren. Ja, genau. Ich wollte dir nochmal sagen, du hast ja diese virtuelle Reise nach Ruanda auch organisiert, wo wir vor einiger Zeit ja zusammen
uns auch anhören durften und ich glaube, einen sehr guten Einblick bekommen hat. Das bestärkt jetzt nochmal das, was Katharina auch sagt, also dass Frauen einfach einen anderen Zugang haben zu ganz vielen Problematiken und auch zum Beispiel bei der Traumabewältigung. Ne? Wir hatten ja, haben ja sehr, sehr viele Gespräche da geführt und ich fand das sehr, sehr spannend. Also der Versuch, ne, eine Gesellschaft, die so stark traumatisiert war vom Genozid, wieder in so eine positive Richtung zu bringen, was aufzubauen, ohne es zu verleugnen, es trotzdem zu schaffen, hier wirklich nach vorne zu schauen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das fiel mir jetzt nur gerade noch ein. Das würde ich ganz gerne noch kurz an Katharina auch wieder zurückspielen, sozusagen den Ball. Also dieses Projekt muss ich mir noch mal genau angucken. Ich habe mittlerweile so viele tolle Projekte auch gesehen, wo ich genau diese Erfahrung gemacht habe. Und das bestärkt mich immer mehr, auch genau diesen Ansatz noch mal weiter zu verstärken. Was jetzt Gabriela gerade sagte, wir haben diese virtuelle Reise gemacht nach Südsudan und nach Ruanda, weil wir ja jetzt nicht wirklich reisen konnten, haben also die Botschaften vor Ort wirklich, sind mit der Kamera ins Außenministerium dort gefahren und haben uns dann die Gesprächspartner sozusagen auch virtuell dahingesetzt. Und so, das war wirklich großartig. Projekt gegen Kindersoldaten und alles Mögliche haben wir auch uns angeschaut. Aber was ich sagen will, diese Idee tatsächlich mit Frauen insbesondere auf so eine Reise zu gehen. Wir waren überparteilich da und haben dann aber auch Frauen als Gesprächspartnerinnen vor Ort gehabt. Das war das Ziel. Das ist etwas, das habe ich auch von Margot Wallström geklaut, muss ich sagen. Das war sozusagen, da war ich nicht die Urheberin der Idee, sondern sie hat mir von einer Reise erzählt, auch mit Vertreterin der Vereinten Nationen an den Tschadsee. Ich habe auch mittlerweile auch Frauen getroffen, die sich gegen Boko Haram dort stellen, die hier Bring Our Girls Back und so weiter da aktiv sind. Das sind Geschichten, die vergisst man nie mehr in seinem Leben. Aber das war die Idee, quasi tatsächlich mit Aktivistinnen, mit Politikerinnen und so weiter auch zu sprechen und ganz gezielt so eine Frauenreise zu machen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube auch, Gabriela, das war eine gute Sache. Das müssen wir wiederholen. Aber das wäre vielleicht auch ein Ansatz fürs EP. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Wir haben da echt tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe es von der UN und warum nicht weitertragen, da wo es geht. Das ist eben auch ein Teil. Das ist auch die Wahrheit. Wir müssen uns untereinander verstärkt auch vernetzen, miteinander vernetzen. Ne? Also Madeleine Albright hat ja mal gesagt, there is a special place in hell for women who don't help each other. Maybe there is a special place in heaven for women who does. So. Danke, Michelle. Danke auch für diese starken letzten Worte. Und damit lassen wir dich auch zu deinem weiteren Termin gehen. Danke, dass du... Wenn es Fragen an mich gibt, auch gerne per E-Mail. Ja, dann komme ich gerne auch per E-Mail an alle sozusagen, auf alle zurück, die mir schreiben. Aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Danke euch. Danke an dich. Ciao. Guten Abend. Ja, zum Glück bleiben unsere anderen beiden Panelistinnen uns noch für die Fragerunde. Wir haben noch, ich würde sagen, eine halbe Stunde Zeit. Ich würde jetzt an Jana übergeben. Wir haben nämlich schon ganz viele interessante Fragen im Slido gesammelt, auch zu den Themen, die gerade von euch beiden angesprochen wurden. Jana, an dich. Ja, herzlichen Dank auch von mir an alle Panelistinnen, an die wirklich ja, spannenden Einblicke, die ihr uns da geben konntet in Theorie und Praxis und Beispiele. Wir haben jetzt auf unserer Seite hier einige Fragen gesammelt, die sind gevotet. Das heißt, ich bestimme überhaupt nichts, sondern die Fragen, die die meisten Leute beantwortet haben wollen, die kommen zuerst. Und die erste Frage, die geht gleich in Richtung Backlash, würde ich sagen, und Widerstände, mit denen wir zu kämpfen haben. Ihr habt euch ja sehr stark positioniert für die feministische Außenpolitik. Und jetzt ist die erste Frage, auf die die meisten Zuhörerinnen eine Antwort haben wollen. Wieso hat es die feministische Außenpolitik nicht ins SPD-Wahlprogramm geschafft? Ich weiß nicht, wer von euch beiden was dazu sagen will. Vielleicht du, Gabriela, oder Katharina. Also die geschlechtergerechte Außenpolitik müsste als Stichwort drin sein. Mhm. Also ich falle jetzt tot um, wenn das nicht der Fall ist, weil das ist was, wo wir immer wieder und wieder und wieder allerdings mehrfach auch versuchen müssen, das reinzubringen. Hier kommt der Wortlaut. Mhm.
Also es steht zumindest nicht feministisch drin. Wenn ich Nein, feministisch steht nicht drin. Aber ich muss dazu sagen, also ich persönlich sage feministische Außenpolitik. Das ist aber in der SPD-Fraktion ist der Sprachgebrauch tatsächlich geschlechtergerechte Außenpolitik. Keine Ahnung, vielleicht will man sich von den Grünen abgrenzen. Also ich halte davon nicht so viel. Ich benenne das feministische Außenpolitik, weil ich weiß, glaube, dann weiß jeder, worum es geht. Aber es ist halt einfach der Ansatz zu sagen, es geht um beide oder alle Geschlechter und da geht es um geschlechtergerechte. Und deshalb kommt feministisch tatsächlich nicht vor. Aber es kommt zumindest das, was ja unser Hauptthema jetzt heute auch schon so war, Frauenfriedenssicherheit als Thema ist auf jeden Fall drin. Ja, die UN-Resolution wird genannt. Ich finde das schon sehr wichtig. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, diese Anti-Gender-Bewegung da wirklich reinzubringen, die auch wirklich zu benennen. Denn das haben noch viel zu wenige auf dem Schirm, selbst diejenigen, die sich damit intensiv befassen. Ich muss auch zugeben, ich habe das selber erst so richtig wahrgenommen im EP, weil wir da wirklich hervorragende Referentinnen, in dem Fall war es sogar ein Mann, hatten, der das in unserem Ausschuss, auch nicht im Frauenausschuss oder Gleichstellungsausschuss, sondern im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Recht und Inneres, sehr vehement vorgetragen hat. Und es gibt ja auch das wunderbare Center for Feminist Foreign Policy, mit denen habe ich seitdem sehr viel zusammengearbeitet. Da lernt man auch jeden Tag dazu, wenn man mit denen arbeitet. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, das beantwortet die Frage. Die nächste Frage kommt von Ina Darmstädter, eben genau die Verantwortliche für das Kanaan-Projekt. Und sie hat zwei Fragen, wenn ich es richtig sehe. Ich beginne mal mit der ersten. Die CDU regt einen Sicherheitsrat an, der stark militärisch geprägt ist. Arbeitet die SPD an einem Friedens- und Sicherheitsrat, der die UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit berücksichtigt? Also gibt es Pläne für einen Friedens- und Sicherheitsrat in der SPD? Also mir ist es nicht bekannt. Wir haben das tatsächlich so noch nicht diskutiert. Aber ich glaube, es wäre gut, das einfach mal zu durchdenken. Mhm. Und auf der Ebene sich auch mal auszutauschen. Ne? Also ich bin jetzt so ein bisschen überfahren an der Stelle. Das ist aber nicht schlimm, weil es lohnt sich ja auf jeden Fall, da noch mal drüber zu denken. Ich weiß nicht, Katharina, ob du da mehr weißt. Aber ich bin da aus den nationalen Überlegungen so ein bisschen raus, muss ich zugeben. Schade, dass Michelle nicht mehr da ist. Könntet ihr euch das denn vorstellen? Also natürlich können wir uns das vorstellen. Also ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe es aber bei der Veranstaltung, von der ich eben gesprochen habe, in Baden-Württemberg war Ina auch dabei. Da habe ich es auch schon mal gesagt. Ich kann das jetzt für die europäische Ebene sagen. Da haben wir eine sehr, sehr diverse Herangehensweise an alles, was Verteidigungspolitik anbetrifft, also auch innerhalb unserer eigenen Fraktion. Deswegen könnte ich jetzt für die europäische Ebene nicht sagen, das ist die sozialdemokratische Position. Eher im Gegenteil, wir deutschen SPD-Abgeordneten stimmen oft gegen die Fraktion, weil meistens die Mehrheits Meinung bei uns in der Fraktion eher mit fast allen anderen, auch aus den anderen Fraktionen muss man zugeben, doch für eine starke militärische Betonung votiert. Wir haben natürlich Leute aus Polen bei uns, Leute aus dem Baltikum, die da eine völlig andere Historie haben, für die Militär einfach ein wichtiger Pfeiler in der Sicherheitspolitik ist und die sehen das als ein friedenserhaltendes Mittel. Das tun wir nicht, wir haben eine andere Geschichte und deswegen sind wir, fürs Europäische Parlament kann ich sagen, sind wir dann immer diejenigen, die dagegen stimmen oder uns enthalten, je nachdem.
Als nächstes haben wir noch mal eine etwas theoretischere Frage, noch mal zum Konzept der feministischen... Ja, Entschuldigung, natürlich. Unterbrechen, Jana, entschuldige bitte. Nein, weil überhaupt im, nicht. Im Chat ist jetzt noch mal aufgetaucht, dass wir in der Bundesrepublik die Diskussion über den Sicherheitsrat hatten. Und es stimmt, ne? Wegen der militärischen Schwerpunktsetzung, die da ganz klar gegeben war, haben wir uns dagegen ausgesprochen. Aber das ist jetzt ja ein anderes Konstrukt. Und Katharina, wenn ihr versteht jetzt, wir haben noch keine detaillierten Informationen, aber wenn das schon mal aufgetaucht ist auf einer Veranstaltung und Saskia auch dabei war, dann kann ich mich mit Saskia auch mal kurz schließen über solche Ideen. Und das steht ja im Wahlprogramm, ne? Also wir haben ja den Ausschnitt aus dem Wahlprogramm gesehen. Das wäre ja eigentlich die richtige Grundlage zumindest, sich darauf zu berufen. Naja, es wäre nochmal eine Weiterentwicklung, ne? Klar. Wie gesagt, ich würde zur nächsten Frage gehen. Und zwar geht es darum, um das Konzept der feministischen Außenpolitik. Gibt es international und über Parteigrenzen hinweg einen Konsens darüber, was feministische Außenpolitik genau bedeutet, nämlich nicht nur Teilhabe von Frauen? Ich glaube, hier unten ist eine ähnliche Frage. Genau, bedeutet feministische Außenpolitik nur die Stärkung der Rolle der Frauen oder eher eine Einbeziehung aller Gesellschaftsschichten und Minderheiten? Also wie wir ja heute schon gesehen haben, gibt es keine einheitliche Sichtweise auf das Thema. Aber wenn wir definieren müssen, was ist eine feministische Außenpolitik, dann ist es eine, die schon sehr stark auf die Stärkung von Frauen setzt, aber eben nicht nur in einem Bereich. Also das ist dann, glaube ich, sehr wichtig, sondern es geht um sowohl um die Frauen, die von außenpolitischen Maßnahmen vor allen Dingen auch Kriegen betroffen sind, also quasi Grassroot-Ansatz. Es geht um sowohl präventiv als auch nachher konfliktlösend. Es geht aber auch sehr stark um Repräsentation. Im Grunde genommen können wir jetzt die erst wieder aufnehmen. Es geht sehr stark um Repräsentation, also dass Frauen vor Ort beteiligt werden, aber eben auch in den Organisationen, weil das ist jetzt wieder anknüpfend an das, was Ina gesagt hat. Wir sehen natürlich, dass mit einer stärkeren Beteiligung von Frauen wir auch nicht immer, Frauen sind auch nicht alle gleich, aber tendenziell auch einen anderen Diskurs auch in Organisationen reinbekommen. Und deswegen ist das eine sehr, 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 sehr umfangreiche. Natürlich geht es auch um frauenspezifische Themen. Das haben wir auch ja schon angesprochen. Also es geht um geschlechtsspezifische Gewalt. Es geht um jetzt gerade Covid, die Frage, wie sind Frauen anders betroffen in der Krise als Männer. Also ja, Fokus auf Frauen, aber eben in einer sehr, sehr breiten Aufstellung. Und da sind sich, also bei diesen Elementen sind sich alle einig, denke ich. Ja, ich würde es unterstützen. Was nicht heißt, wenn ich den Satz noch sagen darf, was natürlich, also dass sich alle über die Definition einig sind, heißt natürlich nicht, dass alle dafür sind. Ne? Also auch innerhalb der Europäischen Union, wir haben immer wieder dieselben Knackpunkte und der größte Knackpunkt innerhalb der Europäischen Union sind regelmäßig die Sprache, das ist schon angesprochen worden. Das ist auch Teil dieser World Congress of Families Narrativ. Also Gender ist etwas, was man, was sozusagen die traditionelle Familie kaputt macht und was irgendwie Geschlechter aufweicht. Und wir sind dann alle Christopher Street Day und wir laufen alle nur noch in Lack und Leder rum und die Männer schnallen sich Brüste vor und die Frauen, weiß ich nicht, spritzen sich Hormone und lassen sich im Bart wachsen. Das ist jetzt, ihr lacht jetzt, aber das ist wirklich nicht weit übertrieben von dem, was insbesondere Leute wie Viktor Orban oder Kaczynski in Polen ihren Leuten erzählen, wie wir leben. Also wie wir Gender auslegen, wie wir Gleichberechtigung auslegen. Und deswegen, und so argumentieren die auch gegen die Istanbul-Konvention. So, jetzt habe ich das zweite vergessen, was ich sagen wollte. Fällt mir wieder ein. Kommt später wieder.
Du bekommst bestimmt noch mal eine Gelegenheit. Wir haben jetzt noch eine Frage von Ina. Und Ina, weil du ja auch die Verantwortliche für das Kanaan-Projekt bist, wenn ihr Panelistinnen einverstanden seid, vielleicht schaltest du einmal kurz dein Mikrofon ein und stellst die Frage zu der Friedenskonferenz selber und sagst vielleicht ganz kurz was zum Projekt, weil wir es jetzt auch hier schon angedeutet haben, dass das ein praktisches Beispiel ist, wie eben eine feministische Außenpolitik und die konkrete Einbeziehung von Frauen in die Friedens- und Sicherheitspolitik aussehen kann. Nur bitte kurz, damit wir möglichst noch, ich habe noch ein paar andere Fragen, aber wie gesagt, bitte. Danke für den Hinweis auf kurz. Ja, also liebe Gabriela, liebe Katharina, tatsächlich hat das Auswärtige Amt vor 7 Jahren begonnen, ein Projekt zu fördern, in dem israelische und palästinensische Frauen nach Deutschland kamen, nach Berlin. Wir haben im Roten Rathaus und im Auswärtigen Amt bereits konferiert. Und unsere erste Idee war, Heiko Maas möge doch eine Friedenskonferenz in Deutschland oder zu einer Friedenskonferenz in Deutschland einladen, weil es statistische Umfragen gibt, dass Israelis und Palästinenser Deutschland als Austragungsort nach Amerika und den Arabischen Emiraten am ehesten akzeptieren würden. Das ist leider nicht passiert. Jetzt haben wir also eine andere Idee, nämlich, dass Frauen tatsächlich, wir haben 24 Frauen, die gerne in einer Delegation kommen möchten. Sie arbeiten im Moment in einer Gruppe von 140. Wir haben also nach dem großen Krieg jetzt im Mai trotzdem diese wunderbaren Frauen zusammenhalten können, die sich darauf vorbereiten, zu einer Konferenz zu kommen und dann ihre Regierungen einzuladen und zu sagen, schaut, wir sitzen hier, wir haben dieses und jenes ausgearbeitet und wir möchten euch bitten, dass ihr dazukommt und uns helft, Frieden zu machen. Und das wäre natürlich genial in Brüssel, damit es ein internationales Bündnis ist, das das unterstützen würde. Mein Traum wäre Sozialdemokratin. Ich lasse mich von allem überzeugen, dass es ein parteiübergreifendes Band von Frauen sein kann. Ich kenne viele, gerade auch bei den Grünen, die sich intensiv mit der 1325 beschäftigen und das auch im Kontext Israel-Palästina mit unterstützen würden. Aber so mein Herz schlägt für die SZD, ist sehr toll, weil wir damit natürlich auch ein Signal setzen würden für Merav Michaeli und andere Sozialdemokratinnen in Israel. Amal Awad ist unsere palästinensische Partnerin, dass wir als Sozialdemokratin ihre Politik unterstützen. Und es wäre so toll, wenn ihr uns dabei helfen würdet oder wir als Gruppe, wir als Frauen, so eine Konferenz auszurichten. Wer von euch genau? Katharina. Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben ja schon den ganzen Abend miteinander verbracht und ich habe meiner Begeisterung für das Projekt ja auch schon auch Ausdruck verliehen, bevor ich wusste, dass Ina hier dabei ist. Und ich bin sicher, dass wir Brüssel dazu einem Austragungsort machen können, auch sollten. Ich finde das auch richtig. Bei uns ist es eigentlich üblich, dass man das fraktionenübergreifend macht, solche Projekte. Aber ich werde bestimmt einen Weg finden, wie ich uns Sozialdemokratin da in the lead und in einer großen Mehrheit platzieren kann. Aber wir müssen einfach eng im Kontakt bleiben und mit Saskia bist du ja auch eng im Kontakt. Und jetzt stirbt gerade in Brüssel gerade das öffentliche Leben. Da ist einfach Ende Juli, im August ist da einfach niemand. Corinna nickt mit dem Kopf. Aber ich habe schon, bin schon dabei, das Projekt zu promoten, wie du siehst. Und lass uns da einfach im Gespräch bleiben. Ich bin sicher, dass das auf großes Interesse stoßen wird. Ja, sehr gut. Also da hast du auf jeden Fall schon hier unser Publikum. Wir sind schon dabei und freuen uns auf weitere Informationen. Gabriela, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich will einfach sagen, Ina freut sich auch so. Und Katharina, ich weiß ja nicht, was jetzt im Vorfeld schon gelaufen ist. Ich finde es eine ungeheuer charmante Idee. Also jetzt natürlich vor allen Dingen in Bezug auf Israel und Palästina, aber ich kann, also bei mir gehen im Kopf, gehen dann sofort alle möglichen Konferenzen ab, wo wir einfach wissen, ne, dass Frauen einen anderen Zugang haben, ne, dass sie Frieden haben wollen, dass sie langfristige Projekte beenden wollen. Ich erinnere mich an, ich
glaube 2011 war das die drei Frauen aus Liberia, die den Friedensnobelpreis bekommen haben, ja, und die es dann auch geschafft haben, auch politisch was zu verändern und in der Versöhnungskommission auch so viel zu erreichen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht so dieser ganz, ganz praktische Weg, um hier zu unterstützen. Das muss man sich dann trauen. Und ja, klar, wäre es schön sozialdemokratisch, aber sozialdemokratisch ist ja dann schon die Idee. Und diejenigen, die du als Ansprechpartnerin hast, die kenne ich ja natürlich auch. Aber es ist auch gut, wenn es fraktionsübergreifend ist und unterstützt wird, ne? Weil es dann natürlich die entsprechende Ausstrahlung auch nochmal hat. Und ich glaube, wenn sowas gelingt, ja, also nicht nur vom Projekt her, sondern dass man wirklich schafft, etwas auch damit in Gang zu bringen und einen Friedensprozess in Gang zu bringen, dass das auch wieder sehr stark überzeugen kann, dass diese ständige Kritik, ne, warum Frauen da eigentlich überhaupt mehr einbezogen, dass man die auch stille kriegen kann mit solchen Projekten, weil es so ganz eindeutig und klar in eine positive Richtung geht. Ja, vielen Dank dafür. Wir sprechen über Alliierte und über fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Dazu haben wir auch noch eine Frage, die kommt oft in meiner Erfahrung, wenn man Veranstaltungen zu Genderpolitik etc. hat. Bei den meisten Veranstaltungen zu feministischer Außenpolitik sind beinahe nur weibliche Teilnehmende. Wie können wir Männer als Allies gewinnen und stärken, dass auch die Männer sich für die feministische Außenpolitik einsetzen? Habt ihr da gute Ideen, good practices, Vorschläge? Ich finde, diese Diskussion ist schon eine gute Ausnahme, weil auf meinem Screen habe ich 9 Personen und davon sind 3 Männer. Das finde ich für so, ich habe jetzt 6 Seiten, ich gucke die jetzt nicht alle an, ich habe nur meine erste Seite und das finde ich schon mal eine ausgesprochen starke Quote. Ansonsten ist das richtig. Ja, das ist aber kein Problem, was wir nur mit der Außenpolitik haben. Ich finde, das ist ein generelles Problem, was wir mit Feminismus oder Gleichstellung haben, dass so viele Männer da sofort zurückschrecken und gar nicht merken oder bedenken oder wir vielleicht auch nicht genug betonen, dass da alle was von haben. In der Arbeitsmarktpolitik, wenn man dann mit Männern spricht, wollen ja die meisten auch nicht erst nach Hause kommen, wenn die Kinder schon schlafen oder mit 55 den Herzinfarkt haben. Bei der Verkehrspolitik wünschen sich eigentlich viele mehr Barrierefreiheit, die dann eben nicht nur für Kinderwagen gut ist, sondern auch für, weiß ich nicht, alles mögliche andere. Und so ist es eben auch bei der Außenpolitik. Wir wollen alle mehr Frieden, denke ich, und nachhaltigen Frieden auch. Ich finde, das ist ja auch was, dass wir nicht nur sehen, dass wenn Frauen einbezogen werden, dass oder eine Rolle spielen, dass dann mehr Friedensschlüsse mehr Friedensverträge abgeschlossen werden, sondern dass es auch nachhaltiger ist. Also dass das auch tiefer geht. Und ich denke, das ist was, wo vielleicht auch wir nochmal ein bisschen Kommunikationsarbeit leisten müssen. Aber wie gesagt, heute sind es ja erfreulich viele Männer, die das offenbar, hoffe ich jedenfalls, genauso sehen. Gabriela. Ja, ich will den Ball von Katharina aufnehmen. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Also ich meine, wir haben ja zumindest in der Bundestagsfraktion familienpolitischen Sprecher. Keine Sprecherin. Also ne, das ist nicht klassisch an der Stelle. Vielleicht wäre es auch mal Zeit für einen Minister für diesen Bereich. Katharina, du weißt ja da gut Bescheid. Ne? Also Frauen, Familie, Jugend und so weiter. Das wär vielleicht auch mal ganz charmant, wobei wir, glaube ich, auch nicht so gerne so viel abgeben möchten. Also das eine ist, Männer davon zu überzeugen, dass das gut und sinnvoll ist. Und ich kann aber sagen, dass, wenn ich jetzt mal so meine Außenpolitiker Revue passieren lasse, dass da eigentlich schon relativ viel Interesse da ist. Aber vielleicht ist es auch manchmal so, dass Männer sich nicht so trauen. Also das ist ja, ne, wenn es so feministische Außenpolitik, das ist nicht nur ein Überlassen an die Frauen,
sondern schon auch so, ne? soll ich da jetzt wirklich mich so mit einbringen? Und vielleicht müssen wir sie mehr einladen, das auch zu tun. Also ich kann mich durchaus an Frühstücke erinnern, ne? Wo wir einladen, wo wir mit Expertinnen zum Beispiel über die Istanbul-Konvention reden, wo durchaus aus unserer Fraktion auch Männer mit dabei sind. Nicht viele, aber einige trauen sich. Vielleicht müssen wir da auch mal schauen, ob wir das, wie du sagst, richtig kommunizieren. Ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich finde es auch, also ich habe auch gerade gedacht, in Kämpfen und in Konflikten sterben ja auch wahrscheinlich zu einem großen Teil Männer. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, Frauen haben per se mehr Interesse an Frieden, sondern das wäre ja durchaus auch eine Seite von der feministischen Außenpolitik, dass man eben sagt, wir berücksichtigen auch die spezifischen Herausforderungen, vor denen Männer stehen, über die vielleicht auch in der Opferrolle eher weniger gesprochen wird. Ne? Aber ja, habt ihr gut, denke ich, beleuchtet. Corinna, ich glaube, wir können zum Ende kommen. Wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen im Chat, die sind aber entweder sehr spezifisch oder wurden schon beantwortet und gestellt. Und vielleicht geben wir noch unseren Panelistinnen das letzte Wort, bevor wir uns verabschieden. Ja, sehr gerne. Dann würde ich nochmal gerne an Katharina Gabriel übergeben für die letzten Worte. Nicht die allerletzten, nur für heute Abend. Ich sage erstmal Dankeschön. Ich sage großen Dank an euch, Jana, Corinna, dass ihr das organisiert habt, weil ich glaube, auch für uns, für Katharina, für Michelle und für mich war es nochmal spannend, so die verschiedenen Eindrücke aus den unterschiedlichen Perspektiven nochmal mitzunehmen. Und wir haben ja auch so ein, zwei Punkte rausgekriegt, ne, wo wir vielleicht tatsächlich nochmal stärker rein müssen, wo es dann natürlich ins Detail geht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema für die Sozialdemokratie. Und es ist gut, dass wir es so auch in die Breite tragen können, weil es stimmt natürlich im Parteiprogramm, aber im Parteiprogramm, wenn ich mal ehrlich sein darf, kommt alles zu kurz. Alles, was uns wichtig ist, kommt zu kurz. Und es war ja die Idee, auch über die Verlinkungen dann auf die Positionspapiere dann nochmal hinzuweisen, um es an der Stelle nochmal deutlicher zu machen. Also danke an euch und gerne wieder. Dann übergebe ich nochmal an Katharina. Ja, natürlich auch von meiner Seite ein riesiges Dankeschön. Mir geht es so, dass jedes Mal, wenn ich zu dem Thema so eine Veranstaltung mache, dass ich immer noch was dazulerne. Und ich habe den Eindruck, das geht vielen so, weil es ja doch auch noch eine Domäne ist, die wir schon lange auf dem Zettel haben, aber die sich weiterentwickelt. Und das alleine finde ich jetzt schon mal eine gute Sache. Wie gesagt, dass hier so viele Männer mit an Bord sind, finde ich auch eine super Sache. Und dass wir auch ins konkrete Tun kommen, finde ich eine super Sache. Weil das Problem ist ja oft, dass wir dann uns mit theoretischen Konstrukten beschäftigen. Und ich finde es halt wichtig, dass wir am Ende sehen, was können wir ändern. Und feministische Außenpolitik machen wir nicht, um unseren feministischen Gefühlen freien Lauf zu lassen, sondern das machen wir, weil sie die Welt besser macht. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Und ja, wenn wir gemeinsam in die Richtung arbeiten, dann wird sie auch besser. Ja, danke für die wunderschönen Schlussworte. In der Tat, ich sehe es genauso. Feministische Außenpolitik kann und sollte die Welt in der Tat besser machen. Und ich finde es schön, dass wir uns alle heute Abend so viel Zeit genommen haben, genau das Thema zu besprechen und vielleicht genau in so eine, da darauf hinzuarbeiten. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch beide, natürlich auch Michelle. Und auch danke nochmal an die SPD International und den Fachausschuss Internationales der SPD Berlin für die Organisation. Und natürlich an alle Teilnehmenden. Danke für eure Teilnahme, für eure tollen Fragen. Danke an Ina nochmal für ihren Gastbeitrag. Ja, und damit würde ich sagen, wir enden das Event. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch noch einen schönen Abend und hoffentlich noch ein bisschen sommerliche Hitze.